So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Maker 2 im Abenteuermodus. Wir machen heute mal wieder ganz normal Aufträge, so wie ihr es gewohnt seid. Und ja, wir sollen wohl Wandsprungmeister werden. Alles klar. Bin ich mal gespannt, ob das besser läuft als die andere Wandsprunghölle. Ich hoffe es. Ihr wisst, denke ich, was ich meine, wenn ihr das Let's Play aktiv verfolgt habt. So, ich bin zurück aus dem Urlaub, ne? Kann man ja auch an der Stelle erwähnen. Und ja, war sehr schön. Aber ich muss jetzt wieder ein bisschen ins Spiel reinkommen, ne? Ist ja auch logisch. So. Aber ich habe ja Skill und so und ja, deshalb lasse ich mich treffen. Nee. Deshalb hoffe ich, ich sollte recht schnell wieder reinkommen ins Spiel. Ins wunderschöne Spielgeschehen von Super Mario Maker 2. Oh, das ist schon knapp an manchen Stellen. Ah, shit. Und da ist er auch schon, der erste Tod für heute. Weil brauche ich ja für die Quote und so, ne? Habe ich gehört, dass man da öfters sterben soll. Weil dann klicken die Leute das Video anscheinend öfters an. Keine Ahnung, ob das stimmt. Oh Mann, als ob. Okay. Ich dachte, es reicht vielleicht, wenn man direkt losrennt. Ne, reicht nicht. Okay. So, okay. Gut. Ja, das sieht besser aus. So, komm. Geh da hoch. Jawohl. Und durch die Röhre. So war's das. Okay, das war's tatsächlich schon. Und hier kann man sich mit einem gekonnten Wandsprung auch die 10 Münzen holen. Nice gemacht auf jeden Fall. Ja, nicht so schlimm wie die Wandsprunghölle, ne? Ihr wisst Bescheid. Gut. Und wir kriegen natürlich auch wieder einiges an Münzen zusammen. Das ist sehr gut. So, weiter geht's im Eiszapfenregen. Das klingt böse. Das klingt sehr böse. Okay, und ist im 3D-World-Look. Nice. Den Look sieht man ja gefühlt auch nicht so oft, ne? Ba, 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 ba. Und richtig derbe Mario 64-Musik. Geilo. Das ist geil. Ich liebe diese Musik einfach sehr. Ba, 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 bu. Oh, was mache ich denn? Na, hoppla. Ups. Ah, und dann lasse ich mich auch direkt treffen. Aber scheint auch nicht so ein langes Level zu sein, ne? Wenn man auf die vorgegebene Zeit achtet, ne? 120 Sekunden hat man Zeit. Das sind gerade mal 2 Minuten, ne? Das sind einfach gerade mal 20, 2 Minuten. Ja, 20 Minuten. Warum habe ich mir da den Kopf angeschlagen? Bin ich zu früh gesprungen? Ich glaube. Oh ne, und jetzt nervt Luigi wieder. Luigi, halt die Scheißfresse, ja? Oh Mann, ich hasse es, ne? Wenn Luigi einen die ganze Zeit zulabert. Ja, Controller, könntest du bitte reagieren? Mensch, jetzt wollte ich die 10er Coin und dann kriege ich sie nicht, weil er nicht reagiert. Mensch, ich glaub's ja nicht. So. Okay. Oh, das war's schon. Wieso hat man da 120 Sekunden Zeit, wenn man da bloß 20 Sekunden für braucht? Okay, Nintendo, in Ordnung, ist gut. Aber ich glaube, 30 Sekunden Zeitbegrenzung hätten da auch gereicht, ne? Wie auch immer. Ja. Ist nice. So, und weiter geht's mit den Ein-Aus-Koopas. Okay. Ich denke, da wird wieder mit On-Off-Blöcken gearbeitet, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Und vielleicht muss ich mit den Koopas irgendwie hier die Schalter aktivieren oder so. Ah, ich muss den Koopa hier durchführen. Ah, cool. Ah, ist ja witzig. So. Und dann kriegen wir den Schlüssel. Nice. So. Okay. Cooles Levelprinzip. Sieht man ja auch nicht allzu häufig, ne? Sowas. Ah, shit, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn zu früh dahin geführt.
Ja, man muss natürlich gucken, ne? Dass die Koopas auf die Notenblöcke fallen. Denn auf den Notenblöcken, oder in den Notenblöcken besser gesagt, sind die Schlüssel versteckt, ne? Sieht man, denke ich, auch, ne? So. Jetzt vielleicht. Jawohl. Ja, ist natürlich auch eine gewisse Angelegenheit, eine gewisse Timing-Sache. So, okay. Was muss ich hier machen? Wahrscheinlich den Koopa irgendwie aufs Trampolin führen, ne? Ah, ich sehe schon. Ah, okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. So. Ah, shit. Ich muss, glaube ich, gucken, dass er direkt wieder auf der zweiten roten Plattform landet. Oder? Sieht so aus. Jawohl. So. Und jetzt hier hoch. Jawohl. Nice. Okay. Sehr coole Rätsel, ne? Ja, obwohl Rätsel sind es ja nicht. Sind ja mehr solche Mini-Spielräume. Ja, Minispiel ist vielleicht auch das falsche Wort. Ist egal. Ist ein cooles Level. Ne? Kann man ja, denke ich, dazu sagen. So. Hier muss er auch drauf fallen auf dem Block. Ne? So. Jawohl. Und ich hab's. So. Ein sehr cooles Level auf jeden Fall. Und jetzt ein großer Koopa. Okay. Was muss ich mit dem tun? Ich sehe da rechts sind solche Blöcke. Ich überlege gerade, ne? Ah, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Ich habe eine Idee. Also hier erstmal den Koopa sehr schön fallen lassen. So, dann nochmal die Blöcke aktivieren. So, und dann wahrscheinlich gucken. So. Ja. Und dann irgendwie den Koopa da in die Lücke rein befördern. Ne? Ah, shit. Das ist aber schön knifflig. Okay. Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das denn machen, bitteschön? Ich verstehe gerade echt nicht, wie ich das machen soll, ne? Und der Zeitdruck, der macht es auch nicht besser, ne? Nicht wirklich. Ah, warte, stimmt, der Koopa, der kommt doch nach einer Zeit wieder aus dem Panzer. Meine Güte, bin ich blöd. So, jetzt fallen lassen. Boah, ich hoffe, danach kommt nichts mehr. Oder wenigstens ein Checkpoint. Boah, ey. Schlimm, schlimm. Okay, da kommt das Ziel. So. Ich möchte auch die 10 Bonusmünzen. So. Jawohl. Boah, aber gerade noch so, ne? Zum Glück ist mir das jetzt noch eingefallen. Stimmt, der kommt nach einer Zeit wieder aus dem Panzer. Das war alles, was man beachten musste, ne? Aber da musste auch erstmal deinen Kopf einschalten, ne? So. Schuhe versus Wolken heißt das nächste Level. Und ich bin gespannt, was das wird. Schauen wir mal, ne? So, hier kriegen wir auf jeden Fall schon mal den Schuh des Manitou. So, gib her. Und was heißt jetzt Schuhe versus Wolken? Einfach bloß, weil jetzt ein Wolkenlevel ist, oder hat es noch einen näheren Hintergrund? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ne? Bloß weil das ein Wolkenlevel ist, ne? Würde ich jetzt mal schätzen. So. Okay. Und der Form kann die. Und der kann sogar die.
Wolken kaputt machen. Muss ich auch machen lassen, dass ich da durchkomme, ne? Sonst kann ich mich da nicht nach unten fallen lassen. Okay, und hier gibt es schon einen Checkpoint. Das ist gut. So, zack, zack, zack. Schön die Piranha-Pflanzen killen. So, da gibt es sogar eine Feuerblume. Nice. So. Gut. Oh, da gibt es sogar einen großen Schuh. Oder auch nicht. Danke dafür. So. Okay. Dann hier rüber. Und das war's schon. First Timer Boys. Nice. Das Level hat mir auch gut gefallen. So ein bisschen eine Spielerei mit den Schuhen, ne? Kann man machen. Warum nicht? So. Und dann haben wir heute auch schon einiges erledigt, ne? Lass mich mal gucken. Wie viele Aufträge haben wir schon erledigt heute? Heute haben wir schon 4 Level erledigt. Das heißt, es kommt auch bloß noch eins, ne? Heute. Coole Sache, das. Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt noch das Schloss der Hotheads. Ja, ja, da kriegst du ja einen richtig heißen Kopf. Ja, genau. Und ich sterb direkt am ersten Hothead. Klar. Logisch. Natürlich. So. Kriege ich vielleicht sogar eventuell einen Helm zum Hotheads abwehren? Oder muss ich den einfach bloß ausweichen? Ich muss den anscheinend bloß ausweichen, wie es scheint. Ja, klar. Kann ich natürlich wissen, dass da jetzt plötzlich 2 kommen. Mensch. Also ein bisschen unberechenbar ist das Level schon, ne? Würde ich mal behaupten. Aber hier gibt es einen Checkpoint. Okay. In Ordnung. So. Hier gibt es noch eine Feuerblume. Das ist gut. Und ein One-Up. Okay. Dagegen habe ich natürlich auch nichts einzuwenden. So. Okay. So, zack. Da gibt es einen Helm. Sehr schön. Hat die volle Ausrüstung hier, ne? Feuerblume, Helm. Nice. So. Aber was mich ein bisschen stört, ist das Squalling. Ich will in meinem Tempo spielen, ja? Mensch. Schlimm, schlimm. So, okay. Da ist noch ein Lakitu. Und ja, klar. Der wirft natürlich auch mit Hotheads. Und noch ein Lakitu. Ja, super toll, dass ihr mit Hotheads werft. Und noch ein Lakitu. Aber ich sehe, hier ist das Ziel. Das ist gut. So. Nice. Ja, war doch ein erfolgreicher Part, würde ich behaupten, ne? Ja, doch. Würde ich schon sagen. Und ja, Leute, ich würde auch sagen, das ist das dann mit dem Video gewesen sein soll, ne? Das war der heutige Part und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like, Abo und Kommentar freuen. Und ansonsten danke ich mal wieder fürs Zuschauen und tschüss.